Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich zuletzt aufgenommen habe. Moment, das will ich tatsächlich mal nachgucken. Es war Yoshi's Island. Hey. In dieser Folge werden wir Vulkan oder Berg laut einem gewissen Stein von innen erkunden. Auf der Suche nach Bowser. Und Bowser. Aber Bowser als Kind. Und das Problem ist, hier ist nervig. Na, ist die Luft aus deiner Babyschleuder raus? Dann verschafft dir mit diesem Wirbelsturm wieder etwas Power. Drücke links und rechts auf dem Schiebepad, um so viele Münzen wie möglich zu sammeln. So. Ich würde ganz gerne. Diesen Part überspringen. Aber ich kann leider nicht. Das ist sehr schade. Aber. Ebenfalls das Ding ist. Ich möchte euch was erzählen. Ihr seht ja das kleine Mädel mit dem Schild da rechts, dem ihr übrigens folgen solltet. Also dem Schild, nicht dem Mädel. Das läuft nirgendwo hin. Das Mädel ist ja ein Charakter, den ich mir ausgedacht habe, ne? Soweit so gut. Nachfragen brauchen wir nicht weiter. Noch nicht. Oh, erschreck mich doch nicht so. Ekelhaft. Warum fangen die jetzt damit an? Mach Panzer. Jazzle hat mir die Person, bevor ich weiterrede, Jazzle ist die Person, die so ziemlich alles, was auf meinem Kanal selbst gemacht wurde, gezeichnet hat. Natürlich gegen Geld. Keine Sorge. Entschuldigung. Ist in meiner Kanalbeschreibung verlinkt. Normalerweise könnt ihr sie auch commissionen. Das heißt, bezahlen, dass sie für euch zeichnet. Aber aktuell ist schlecht, weil. Ja, sie hat nichts, um digital zu zeichnen. Und. Ja, sie hat. Da sie generell eine Künstlerin ist, will sie auch andere Kunstformen. Ja, versuchen. Wie zum Beispiel Plüschtiere nähen und. Näht man die? Ist gar nicht. Näht man Plüschtiere? Oh hey, Retro Achievement. Lol. Egal. Und so habe ich herausgefunden, dass ich wirklich gern ein Plüschtier von Ernema möchte. Das ist das kleine Mädel da. Tja, Luigi, Mario ist tot. Du musst wohl alleine klarkommen für die nächsten 30 Jahre gegen so eine riesige fette Schildkröte. Ja, ich will unbedingt ein Plüschtier von ihr. Und ihrem nicht ganz so wirklich existierenden Bruder. Sie hat. Also ihre richtige Familie, so kanonisch, biologisch und so, besteht aus ihren Eltern. Wow! Und ihrer großen Schwester. Dann wurde sie für 300, 400 Jahre. Wie drücke ich das am YouTube-freundlichsten aus? Für 300, 400 Jahre wurde sie. Wider Willen aller Parteien adoptiert. Wobei die Adoptierenden das schon recht cool fanden. Sie wurde entführt. Ganz klipp und klar. Da wurden ihr viele Dinge angetan, von denen ich auf YouTube vielleicht nicht reden sollte. Deswegen rede ich auch nicht weiter drüber. Und da hat sie natürlich einen kleinen Schaden wegbekommen. Wer hätte das denn gedacht? Okay.
Und da hat sie sich einen Zwillingsbruder ausgedacht, quasi. Egal, aber weiter im Spiel jetzt. Hä? Oh, willkommen. Dies Steinblockbrüder Minispielhalle. Hä, was ihr meinen? Ihr denken, ich allein? Falsch. Kleiner Bruder, weiter vorne. Ihr weiterziehen? Ihr Jammerlappen. Ihr spielen ein Spiel, dann ihr weiterziehen. Dies ist euer erstes Mal hier. Daher spielen umsonst. Zwingt uns zum Spielen, aber kostenlos. Wenigstens das. Hey, okay, hier sind die Regeln. Ihr seht Kanone? Kugel reinstopfen. Jede Art Kugel okay. Wenn Kugel drin, Schalter rechts betätigen. Ich habe sehr schlechtes Bedenken. Bevor ich weiterzähle, machen wir erstmal das hier. Aha. Oh nein. Kugel fliegt raus, ihr sie rumrollen. Du sagst, ich muss nur die Diamanten sammeln. Überall Juwelen, ne? Sammeln ganz viele. Mehr Juwelen, mehr gut für euch. Mir gefällt das nicht. Nachdem ihr Juwelen habt, ihr ins Loch lenken. Ich euch mehr sagen, wenn ihr ein Loch seid. Ne, ich euch mehr sagen, wenn ihr ein Loch seid, so. So, bin im Loch. Bis auf eine alle gesammelt, glaube ich. Rad sich jetzt drehen. Ihr Schalter in Mitte drücken, um Rad anzuhalten. Alle drei Bilder gleich, ihr fetten Preis gewinnen. Wirklich gut. Ihr haben fünf Juwelen, daher ihr fünf Dreher habt. Nach dem Pilz. Ja. Jackpot. Drei Blumen machen 50 Münzen. Ja. Ihr noch viermal drehen. Versuchen wir mal Stern. Was bringt uns der Stern? Jackpot, drei Sterne machen eine Bohne. Diese Bohne wertvoll. Weiß nicht warum, aber wertvoll. Versuchen wir noch mal den Stern. Verdammt. Ihr schlecht eine Münze. Dafür ist kostenloses. Der erste Versuch. Verdammt. Dafür, dass der erste Versuch kostenlos ist, läuft das sehr gut. Ich drehe nochmal, ja. Dann versuchen wir halt einmal den Pilz. 20 Münzen. Hey. Nochmal spielen, noch 100 Münzen pro Spiel. Niemals. Gut gespielt, bis nächstes Mal. Also, na dann. Ich hau ab. Jedenfalls, ihr Bruder ist Charlie. Im Gegensatz zu ihr ist er keine Katze, sondern ein Hund. Und im Gegensatz zu ihr habe ich für Charlie auch eine genaue Tierrasse. Er ist ein Golden Shepherd. Das ist ein Mix aus Golden Retriever und Schäferhund. Ein Deutscher. Deutsche. Das heißt, er ist quasi Kuschelhund und Wachhund. Was gut zu seiner Rolle ihr gegenüber passt. Ach Jungs. Ich habe keinen Bock auf euch. Naja. Und seit jeher ist Charlie quasi. Charlie ist fuck. Nee, ihr geistiger Wächter. Mir fehlt ein gutes Wort dafür. Ja, und jedenfalls, ich will von sowohl Charlie als auch von Ernemann ein Plüschtier. Aber hauptsächlich von Ernemann zuerst. Tja, Mario ist tot. Der wird nie wiederkommen. Was verkackt. Ach was, Spaß. Spaßibo.
Wie ihr schon an den genannten 300 Jahren Entführungszeit erkennen könnt, ist Anima einer dieser Charaktere, die erwachsen sind, theoretisch, aber Kind. Und sie ist nicht, sie ist, ich meine, ja, ich will jetzt nicht downplayen oder so, aber bei ihr ist das nicht so, weil will nicht alt werden oder sowas, sondern sie möchte tatsächlich gerne erwachsen werden, aber kann sie nicht, weil ihre Zeit wurde angehalten. Wegen einem ganz glänzenden Edelstein, den sie irgendwann mal gefunden hat. Diese Lore wurde leicht abgeändert. Das heißt, falls irgendjemand das jemals gehört hat, aber halt die Begründung anders war, ist relativ frisch. Ich meine da eine Bohne gesehen zu haben, genau. So, ja, so. Alle oder keiner? Und ja. Ich habe vor, sie quasi zum Kanalmaskottchen irgendwo zu machen. Also, nicht direkt, aber ja. Ich denke, ihr wisst zumindest, was ich meine. Zumal sie aus validen Gründen sowieso mein beliebtester Charakter ist, also. Warum kriegst du nur einen Damage? Der macht mir Sorgen. Ich brauche mehr von den Kopierblumen. Liebes Spiel, könnte ich Kopierblumen kriegen? Wäre freundlich. Aber erzählt mir gerne, was ihr von Anima haltet. Von Charlie kann ich euch tatsächlich nicht viel zeigen. Ich kann euch zeigen, dass er blond ist. Und ein Hund. Ich werde euch ganz fix mal zeigen, was ich meine. Moment. Das einzige Bild von Charlie, was existiert, ist das hier. Übrigens ebenfalls von Jozzle gezeichnet. Jozzle hat auch Character Design für Charlie übernommen, weil ich habe nur grobe Ideen gehabt fürs Konzept von Animas Zwillingsbruder und ja. Jedenfalls, sowas könnt ihr bei Jozzle kaufen, theoretisch. Ich werde euch natürlich informieren, sobald sie wieder kann. Aber bis dahin ist leider Wartezeit super tau. So. Habe ich nicht irgendwann neue Ordner oder so bekommen? Moment, was war das jetzt? Ach, Kobaltstern. Na dann. Wir haben wieder 13 Kopierblumen, das ist gut. Mit euch möchte ich nicht kämpfen. Dankeschön. Ja, dieses Symbol, es kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich würde Ihnen allen raten, sich dort hinzustellen. Ich nicht. Ich gehe so weiter. Denn ich bin ein Rebell. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, aber ich habe letztens einen Zuschauer gehabt, die sich Hiyori nannte auf YouTube. Und da habe ich mir die Nummer geklärt. Yeah. Beziehungsweise den Discord, glaube ich, dann die Nummer, aber ist egal. Und die habe ich jetzt die letzten Wochen mit Anima-Content zugespammt. Finde ich gut. Kapoff, vier an Bord. Ab nach unten. Das ist leicht cool. Macht aber die Nervigkeit dieser gesamten Sektion nicht besser. Natürlich, ein Aufzug. Das hätte ich folgern können. Glauben Sie, es geht noch weiter nach unten? Kapop. Blockierende Blöcke blockieren Weg. Geht nicht weiter. Wir müssen die Blöcke entfernen, um den Weg frei zu machen. Ach echt. Und wir haben leider noch Zeit. Leider. Deshalb wir nach rechts gehen.
und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Oder zumindest nicht so schnell. Denn ich möchte ungern kämpfen, Thaddäus! Nee, tatsächlich. Ich mag dieses Ding nicht. Wir machen Eisblumen. Oder Eisblume. Um hoffentlich Verteidigung zu senken, genau. Dann wieder Taschenwaus. Oder Taschenwau. Weil ich glaube, das kann ich relativ okay mit den beiden. Und ja. Braucht nur ein bisschen Anlauf. Habe ich gerade eigentlich schon wieder 10 Minuten von Anima gelabert? Oh, Junge. Naja, ich bin persönlich eigentlich nur froh, dass ich eine Passion gefunden habe. Vor 4 Jahren. Waren es 4? Nee, waren das 6? Weiß gar nicht, wann habe ich meinen ersten richtigen OC gemacht, der nicht einfach nur ein neu bemalter oder mit neuen Farben bemalter Bardock war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ha. Na egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall könnt ihr euch bei Jussel deswegen bedanken. Denn dadurch, dass sie mich zu Roleplay gebracht hat, also Rollenspiel in Chat und alles, auf Discord übrigens, hätte sie das nicht gemacht, hätte ich heute, ja, das nicht. Dann wäre ich auf jeden Fall ein Stück hobbyloser. Ich sollte vielleicht aufhören, die Blöcke hier zu ignorieren. Denn da kommt gutes Münzgeld bei rum. Da kommt sehr gutes Münzgeld bei rum. Also vielleicht Heiztabletten oder sowas nehmen. Klingt nach guter Idee, habt ihr gesagt? Glaube ich euch. Aber ich denke, nachdem wir das hier erkundet haben, wo sicher wieder ein Gegner drin ist, nicht? Achso. Ich merke schon. In dem Fall gehen wir ohne die Babys weiter so. Verdammt. Wir können leider nicht die Babys zurücklassen. Schade. In dem Fall gehen wir zurück. Speichern. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wo es wieder heißt, dass ich viel zu viel von meinen Charakteren laber oder irgendwelche Scheiße. Ich mag Baby Luigi und Mario Sprites da gerade. Perfekt. Jedenfalls, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.